Gut, dann wollen wir mal wieder zu einer anderen Reihe von Capcom zurückkommen. Die schon wieder Zeit verplempert. Mann, ja, wie passiert das immer? Merkt es auch immer gar nicht. Ja, aber wäre natürlich cool, wenn in den Kommentaren dann auch dadurch mal Diskussionen angestoßen würden von Leuten, die das nachvollziehen. Die dann sagen, haltet die Fresse und spielt das Spiel weiter. Richtig. Also spielen wir mal, also sagen wir mal, halten wir die Fresse und spielen das Spiel weiter. Außer sehr wenn gut. Text kommt, dann müssen wir. Haben wir da nicht einen Sound dafür? Nein. Hä, hey, dafür haben wir keinen Sound? Sollten wir aber haben. Sollten wir aber haben, ja. Achso, nee, warte mal. Ich glaube, wir haben so tatsächlich einen. Moment. Irgendwo. Also irgendwo ist doch bestimmt. Nein, auch nicht. Nein. Nein, tatsächlich, dafür haben wir keinen Sound. Dafür haben wir keinen Sound? Das gibt's doch nicht. Ach so, ja, außerdem. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Hä, hey, dafür hatten wir einen Sound? Ah ja, nee, weiter im Text hier. Aber merken wir uns, wir brauchen noch einen Sound für... Jetzt mach doch endlich mal weiter, oder wie? Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter. Okay, das machen Kannst wir am du hier Ende gleich noch ausschneiden mal. Dann? Ja, am Ende nochmal, wenn ich keinen Hintergrundsound hab. Okay. Halt die Fresse und... Was? Spiel endlich das Spiel weiter. Okay, halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter. Ich würde mir das am liebsten aufschreiben. Moment, ich mach das mal. Schick's dir bei WhatsApp, warte. Ja, genau. Schick's doch am besten in die Leitengruppe. Ja, die Leitengruppe. Akane wird sich wundern. Okay, dann mach ich mal. Dann halte ich mal die Fresse und spiel das Spiel weiter. Oh. Ich habe gerade gehört, dass ich wahrscheinlich gleich was aufs Handy bekomme. Weil es hat gerade gemacht. Hey, ich habe jetzt erst abgeschickt. Ah, jetzt, ja. Gut. Hä, wieso ist das Bild jetzt so groß? Hast du das gemacht? Nö. Geil, dass es funktioniert hat, was auch immer da passiert ist. Jetzt ist es normal groß, so wie es sein sollte, nicht so Bild im Bild. Ah, das ist jetzt das, Moment. Jetzt muss ich mal gucken. Wo war denn das nochmal? Jetzt ist es wieder klein. Oh. Aber das Hintergrundbild im Bild ist das gleiche wie das vordere, nur dass es sich nicht bewegt. Aha. Keine Ahnung, warum das dann so ist. Es war kurz so und jetzt ist es wieder wie gehabt. Warte mal, ich muss mal hier was suchen. Schau mal nicht, dass die Aufnahme wieder spinnt und irgendwie sich gerade... Nee, ist alles noch da. Okay, gut. Ich wollte doch eigentlich, genau, also weil es gerade so war, wie es sein sollte. Das Leben, wie es sein sollte. Ja, jetzt ist wieder groß. Ah, immer wenn ich in das Fenster reinklicke wohl. Möglich? Ja gut, dann bleibe ich da mal drin. Aber Hauptsache, ich mache da nicht versehentlich irgendeine Tastenkombination, mit der ich auslöse, dass es... Nee, mir ist es ja wurscht, du kannst es auch klein lassen. Ja, dann lass ich es auch klein. Ja, dann lass es klein. Es hat mich nur gewundert, warum es jetzt anders ist auf einmal. Ja, na gut, also weiter hier. Egal, wir sollten ihn aufheben, bevor einer dieser Blödmänner ihn sieht. Blödmann. Hä, hey, dafür haben wir einen Sound? Mach schon! Schnell, steck ihn in deine Tasche! Ja, ich bin doch schon dabei. Hey, einen Moment. Moment mal! Moment mal! Maya. Nick. Maya. Nick. Was denn, Nick? Maya. Nick. Die Form dieses Anhängers. Was ist mit der Form? Die erinnert mich an etwas. Es ist lang mit zwei Kügelchen dran. Hä? Ist egal. Ich habe diese...
Farm! Vor kurzem irgendwo gesehen. Vor kurzem. Ja, nachdem wir so viel quatschen, ist es kein Wunder, dass er sich nicht mehr erinnert. Ja. In Ordnung, dann sehen wir uns mal um. Es könnten wichtige Hinweise hier rumliegen, die nur darauf warten, gefunden zu werden. Du hast recht. Sehen wir uns die Vertiefung noch einmal an. Finger weg! Anhänger zu den Gegenständen hinzugefügt. Wenn ich das immer höre, kriege ich immer voll Bock, Pokémon zu spielen. Ja, ne? Aber ich finde jetzt irgendwie, also Pokémon Sun und Moon fand ich nicht so. Ich irgendwie auch nicht, dieses Insel-Setting fand ich irgendwie lahm. Also ich fand das nicht so schlimm. Das Schlimmste fand ich war da, dass man einfach alle paar Meter irgendwie unterbrochen wurde. Auch. Und wir haben ehrlich gesagt die klassischen Arena-Kämpfe gefühlt. Oh, hm. Ja. Ich meine, es gab zwar diese Prüfungen, aber irgendwie oder, ist es nicht das Gleiche. Oder dass jeder Trainer, weiß ich nicht, höchstens 3 Pokémon hatte. Ja, aber das war was mich schon immer gestört hat. Ja, ja. Ah, nee, aber Arena-Kampf, ich habe 3 Pokémon. So, komm schon, warum nicht 6? Ja. Ich habe doch auch 6 dabei und bin sowieso overpowered. Die Vertiefung in der Tafel. Die Vertäfelung in der Tiefe. Hat die gleiche Form wie Sophies Anhänger. Aha, du hast recht. Bald kommt ja Ultra Sun und Ultra Moon. Ja, vielleicht wird das ja einiges besser machen, aber... Was wird's denn besser machen? Was wird's denn anders machen? Weiß man schon was? Nein, leider nicht. Gar nichts? Nein. Ah, man weiß... Dass die Legis anders aussehen. Ja, dass die Legis anders aussehen. Ah, und außerdem soll's wohl ja in einer Parallelwelt spielen und dementsprechend sollen gewisse Sachen anders verlaufen sein. Also ich hoffe, dass es sich genügend unterscheidet, weil die Special Editions habe ich in der Regel nicht gekauft sonst. Mhm. Also Platin und Diamant und was es nicht alles gab. Ja, ja. Ja, naja, ich denke, es geht eher in Richtung Schwarz 2, Weiß 2. Das wäre in Ordnung, weil die habe ich auch gekauft, die waren gut. Mhm. Die waren ja genügend anders. Nee, also storytechnisch soll nicht nochmal das Gleiche kommen. Okay. Sondern eine davon abgehobene... Also, was ich mal gehört habe, das muss jetzt nicht sein, dass es wohl nach den ersten Teilen spielt, aber in einem Paralleluniversum, in dem irgendwas anders war. Und man dann eventuell das rausfinden muss, was anders gelaufen ist. Warum sollte man es auch nicht einfach simpel halten, ne? Ja, es ist ja auch gerade wegen dieser Ultra-Pforten... Ja, ach so, deswegen... Hab jetzt eher ja, und außerdem, man hat ja schon in Omega Rubin Alpha Saphir mit der Parallelwelttheorie angefangen. Und ich finde das eigentlich sogar sehr interessant. Die besagt? Dass es verschiedene Welten gibt, in denen Sachen unterschiedlich sein können. Zum Beispiel, so fast Zitat aus... Also nicht ganz korrektes Zitat wahrscheinlich aus Omega Rubin Alpha Saphir, dass es irgendwo ein paralleles Höhen geben soll, in dem es zum Beispiel keine Mega-Evolution gibt. Ach so, in Verbindung mit den ursprünglichen Rubins und Saphirs. Richtig, richtig. Ich dachte Rubin und Saphir zueinander. Nee. Weil einmal die Magma, das außerdem, einmal also ja, okay. Und das auch, dass es zum Beispiel irgendwie in den Regionen andere Pokémon gibt. Also, aber stimmt, ich meine mich an die daran zu erinnern sogar, dass Delta-Episode, das ist ganz am Ende. Hm? Okay. Also ja. Wo der Meteor da kommt. Und ich fand das echt cool. Man hat mal einfach in diesem kurzen Stückchen das gesamte Pokémon-Universum legitimiert. Ja, so einfach geht's. Ja, wir haben. Also es gibt verschiedene Editionen, weil wir haben verschiedene Universen. Fertig. Ich möchte mal wieder eine Edition haben, wo ich in eine frühere Region kann, so wie... Oh ja, am besten wäre mal eine mit allen. Aber das wird schwierig werden, das auf 100 Level zu quetschen. Stimmt. Ja. Mal schauen, was das Switch-Spiel bringt. Hm. Stell dir mal vor, nochmal ein 3D-Kanto nochmal besuchen. Naja, aber so richtig in 3D mit also es gibt ja eigentlich in Pokémon sowieso keine frei bewegliche Kamera. Ja.
das wird, also ich weiß ja nicht, wie sie es für das Switch-Spiel planen. Ob es wirklich dreidimensional wird oder trotzdem. Ich weiß ja auch nicht. Es war mal im Gespräch Pokémon Sterne und wir müssen hier langsam mal weitermachen. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter. Ja. Wir sollten da irgendwie mal irgendwann mal Besprechungsrunden machen, aber wir haben ja so schon nicht mal Zeit. Wir nehmen ja die Zeit, die wir haben, zum Aufnehmen. Let's talk. Ja. Let's talk about sex, baby. Let's talk. Und weiter, komm. Ja, weiter. Wieso würde der Anhänger in diese Vertiefung passen? Hey, Nick! Hör auf damit! Frag mich nicht. Geister herbeirufen und Besessenheit von Übernatürlichen? Damit kenne ich mich aus, Nick. Digga, wenn wir das nicht wissen sollten, versuchen den Anhänger hier einzusetzen und sehen, was passiert. Dann werden sie übernommen von Übernatürlichem. Alles klar, nur die Ruhe. Ich schätze, probieren geht über studieren. Ja, denn studiert hast du nicht. Oh. Ein Moment mal. Verdächtiger Herr Blaurock. Meint ihr mich? Ihr da. Was sucht ihr denn hier? Wir sind hier, um unsere eigene Untersuchung durchzuführen. Ha! Ich bin doch kein Dummkopf. Nee, du bist ein... Blödmann. Ihr habt da gerade etwas aufgehoben. Ihr versucht doch etwas in eurer Tasche zu verbergen. Was ist es? Blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Ah, es blendet mich! Oh, meint ihr dieses kleine Ding in meiner Tasche? Also, ich will ja nichts sagen, aber es wäre schön, wenn ich das da drin behalten könnte, denn das ist nicht jugendfrei. Es ist, was ihr einen... Einen Anhänger. Ach, er ist da unten gepierst. nennen würdet. Ich bin ja gar nicht im Bild. Du bist nicht im Bild? Also nur so ein bisschen. Du bist nur so halb im Bilde? Ja, weil ich mich so nach hinten gelehnt habe. Deswegen bin ich so weit nach unten. Das ist irgendwie nur so, weiß ich nicht, so bis zu meinem Mund ich sichtbar war. Oh. Also ich hab's gut, ich muss mich sowieso vorbeugen, damit ich noch an den 3DS rankomme, dementsprechend ist mir das, also bin ich ist immer... Ist da quasi vorgebeugt. Ja, ich hab vorgebeugt dagegen, ja. Ich bin sicher, es hat absolut gar nichts mit der laufenden Untersuchung zu tun, Medium-Ehrenwort. Genug! Ich habe es genau gesehen. Alles. Jede noch so kleine Bewegung. Vom Anfang bis zum Ende. Bis jetzt. Auch wie sie die Robbe gegessen hat. Es ist der eine Beweis, für den ich zurückkommen wollte, um ihn mitzunehmen. Ich habe es ebenfalls gesehen. Ich auch. Und ich. Und ich. Und meine Axt! Also, händigt Hallo. Uns diesen... Was? Hallo! Was? Die Axt. Achso, ja. Oh, du meinst... Hallo! 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 Hör auf! So bescheuert. Weiter! Ich bring dich damit zum Lachen, indem ich dich, also zum Lachen. Du mir vorspielst, wie ich lache. Das heißt, du findest dich sehr witzig. Eher lächerlich. Oh. Apropos lächerlich. Bin gerade nicht ganz sicher. Aber... Ah, verdammt. Nein, ich hab's leider nicht gefunden. Ach doch, da ist es. Ja, das war jetzt lächerlich einfach. Ja, lächerlich. Dich zum Lachen zu bringen, war lächerlich einfach. Manchmal ist es so. Ja.
Also hängt uns diesen wesentlichen Beweis, händigt uns diesen wesentlichen Beweis aus. Jetzt! An der Pinnwand! Ja. Nein! Sophies Anhänger! Er ist runtergefallen! Den Turm. Sie haben uns den Anhänger abgenommen. Jetzt haben wir nur noch ein Führerhaus und also unseren nur noch den vorderen Teil des Trucks. Ich muss das umgehend der Großinquisitorin berichten. Ich auch, ich werde euch folgen, Hauptmann. Ich auch. Und meine Axt. Schade, dass sie jetzt wahrscheinlich nie nochmal kommen. Ich fand das cool. Achso, und die Axt sagt natürlich wieder: Hallo! 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 Und da laufen sie weg mit Sophies Anhänger. Und meiner Axt! Und ich hatte vorhin zurückzugeben, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Und die Axt auch. Nicht nur das. Und meine Axt. Ich wollte versuchen, den Anhänger in die Steuertafel zu stecken. Und meine was jetzt? Die Tafel kann ja nicht nur zur Dekoration hier sein. Ich füge die Tafel wohl besser den Gegenständen hinzu. Und meine Axt! Axt zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die Gerichtsachse. Achso, das ist eine Achse. Nicht eine Axt. Man weiß ja nie, was man später noch brauchen könnte. Vorrichtung zu den Gegenständen hinzugefügt. Die haben den Turm auseinandergeschraubt und das Ding rausgenommen? Wahrscheinlich. Alter.